Um 17.21 Uhr stürzt der dritte Turm in sich zusammen. Niemand wird verletzt. Jedes Schulkind kann erkennen, dass das kein natürlicher Prozess ist, wie es quasi im freien Fall einstürzt, symmetrisch und glatt. Ein normaler Einsturz folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, nicht einfach senkrecht, direkt nach unten. World Trade Center 7 war ein beeindruckendes Gebäude, 174 Meter hoch, 47 Stockwerke, jedes so groß wie ein Fußballfeld. Doch für die Fundamente gibt es nur wenig Platz, da das Gebäude nachträglich über eine U-Bahn-Station und ein Umspannwerk gebaut wurde. Hier rot eingefärbt. Lange Stahlträger müssen die Lasten ausgleichen, auf der Ostseite rechts im Bild. Zwischen dem 5. und 7. und dem 22. und 24. Stock werden Verstärkungen eingebaut. 82 Säulen tragen die Last, 58 verlaufen entlang der Außenseiten, 24 bilden den Kern. Damit die Außenhülle in perfekter Symmetrie fällt, und das passiert hier ja, müssten all jene Säulen binnen einer Zehntelsekunde entfernt werden. Mit Feuer geht sowas nicht. Mit einer Sprengung schon. Brach Gebäude 7 zusammen wegen der Beschädigung durch den Nordturm oder war es eine kontrollierte Sprengung? Die Macher von Loose Change haben einen Sprengmeister aufgetrieben, der auf 28 Berufsjahre zurückblickt. Er sieht die Bilder vom Einsturz hier zum ersten Mal. Das ist eine gezielte Sprengung. Sicher? Absolut. Es ist implodiert. Das waren Profis. Aber das geschah am 11. September. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass das am 11. September geschah? Das kann nicht sein. 7 Stunden nach dem World Trade Center. Wirklich? Dann haben Sie hart gearbeitet. Das sehen nicht alle Abrissprofis so. Controlled Demolition Incorporated ist eine der größten Abrissfirmen der Welt. Marc Loiseau kennt sich aus wie kaum ein Zweiter, wenn es darum geht, Gebäude zu Fall zu bringen. Unsere größte Sprengung war die vom Hudson-Gebäude in Detroit. Die steht immer noch im Buch der Rekorde. Die Planung hat Monate gedauert. Die Vorbereitung des Gebäudes auch und das Anbringen der Ladungen. Monate. Es ist laut, das geht gar nicht anders. Auf den Etagen, in die die Sprengsätze kommen, müssen alle Wände rausgebrochen werden. Und schließlich muss man hunderte von Sprengsätzen anbringen und kilometerweise Steuerungs- und Zündkabel verlegen. Ist es möglich, in einem Gebäude wie Nummer 7 während des laufenden Betriebes eine Sprengung vorzubereiten, ohne dass jemand was davon mitbekommt? In einem Spielfilm mit Bruce Willis vielleicht. Aber in der Realität, nein. Doch, das geht. Allerdings ist das spekulativ. Die Sprengsätze könnten vor oder während eines Umbaus platziert worden sein. Oder vielleicht auch schon während des Baus. Wann hätte das denn sein können? Hätten Sie ein Datum? Das Gebäude entstand in den 80ern, glaube ich. Im Ernst? Ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Diese Sprengsätze haben ein Haltbarkeitsdatum. Einige, die wir hier verwenden müssen, binnen 3 Jahren benutzt werden. Ansonsten kann man nicht mehr sicher sein, ob sie wirklich hochgehen. Doch was ist mit den Explosionsgeräuschen, von denen Zeugen berichtet haben? Diese Aufnahmen stammen aus der Zeit vor dem Zusammenbruch von Gebäude 7. Well,
Wie hört sich eine Explosion denn an? Die meisten Leute wissen das gar nicht, weil sie nie eine gehört haben. Für sie ist wahrscheinlich jeder laute Knall eine Explosion. 10 große Gebäude werden am 11. September zerstört. Überall brennen Autos, Lastwagen, explodieren Treibstofftanks. Wenn es wirklich gezielte Sprengungen gab, dann müssten sie klare Spuren hinterlassen haben. Sprengsätze von dieser Größe verdrängen so viel Luft, dass Fenster sofort zu Bruch gehen. 3 Tage nach den Anschlägen besucht Mark Loiseau Ground Zero. Im Auftrag des Katastrophenschutzes soll er die Sicherheit des Trümmerfeldes begutachten. Viele Fenster waren zerstört, vor allem wegen der Trümmer. Aber auf den Rückseiten der Gebäude habe ich keine zerstörten Fenster gesehen. Nur dort, wo die Trümmer der Türme eingeschlagen waren. Die Fenster auf der Rückseite waren davor geschützt. Sprengsätze, die in einem großen Gebäude die Säulen durchtrennen, hätten alle umliegenden Fenster zerstört, ganz klar. Und es würde eindeutige Spuren von Sprengstoffgebrauch geben. Nach einer Sprengung findet man diese Röhrchen. Das sind die Verzögerungsmodule. Davon bleiben Reste übrig. Auch Ermittler der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde FEMA sind unmittelbar nach den Anschlägen vor Ort. Ein Statiker mit 50 Jahren Berufserfahrung leitet die Ermittlungen. Dr. Gene Corley hat schon zahlreiche Trümmerfelder untersucht, über die es Diskussionen gab. So ermittelte er unter anderem in Oklahoma City nach dem Bombenanschlag. Wir haben uns alles angesehen. Eine Sprengung konnten wir ausschließen, weil es keine Anhaltspunkte dafür gab. Haben Sie denn gezielt danach gesucht? Ja, aber wir haben keine Anhaltspunkte gefunden. Hunderte von Menschen durchkämmen jeden Quadratzentimeter des Trümmerfeldes. Kein einziger meldet Spuren von Sprengsätzen. In Utah im Südwesten der USA arbeitet ein Wissenschaftler, der glaubt, eine andere Erklärung gefunden zu haben. Seine Theorie ist so umstritten, dass er deshalb seine Physikprofessur an der Universität aufgegeben hat. Stephen Jones meint, im Staub des World Trade Center Beweise für die Verwendung eines Spezialsprengstoffs gefunden zu haben. Das ist wie ein genetischer Fingerabdruck. Die Antwort liegt im Staub. Er verrät, was die Ursache des Ganzen ist. Die Informationen schreien förmlich danach, dass wir nach ihnen schauen. Professor Jones ist davon überzeugt, dass es eine Verschwörung zur Zerstörung von World Trade Center 7 gab und dass dazu ein Mittel verwendet worden ist, das Stahl zum Schmelzen bringt. Thermit bewirkt eine sehr starke chemische Reaktion, die geschmolzene Eisenkügelchen produziert. Das chemische Muster der Fingerabdruck entspricht genau dem der Kügelchen, die im Staub des World Trade Centers gefunden wurden. Sowohl im Staub als auch in Thermit findet man Eisenoxid und Aluminium. Was denken Sie? Ich würde sagen, das ist geradewegs durchs Aluminium geschmolzen. Bei der Reaktion bläst Thermit geschmolzenes Eisen in die Luft. Es entstehen Tropfen, die dann zu diesen kleinen Kügelchen werden. Mit dem Elektronenmikroskop konnte Professor Jones hochauflösende Bilder jener Kügelchen im Staub von Ground Zero machen. Die eisenhaltigen Kügelchen entstehen nur bei sehr hohen Temperaturen. Die gewöhnlichen Feuer im Gebäude 7 waren dazu nicht heiß genug. Eine Messung aus einem Flugzeug der NASA zeigt auffallend hohe Temperaturen an Ground Zero. In den Trümmern von Gebäude 7 werden mehr als 700 Grad Celsius gemessen. Zeugen berichten von rotglühenden Metallstücken, noch Tage nach dem Einsturz. Ein Hinweis auf Thermit? Oder normal, wenn ein gigantisches Trümmerfeld aus 3 riesigen Gebäuden brennt? Für die Eisenkügelchen gibt es noch eine andere mögliche Erklärung.
Sie könnten auch durch den Einsatz von Schneidbrennern entstanden sein, die entweder bei den Aufräumarbeiten eingesetzt wurden oder auch schon vorher auf umliegenden Baustellen. Stephen Jones hält dagegen, das würde nicht erklären, warum Aluminium gefunden wurde. Er glaubt, dass diese roten Teilchen aus dem Staub Thermitreste sind, die nicht gebrannt haben. Thermit habe ich mal gesehen, in der Schule. Das war sehr beeindruckend. Aber ich habe nie gehört, dass man einen Stoff zum Schmelzen von Stahl für Abrisszwecke einsetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit alle Säulen gleichzeitig durchtrennen kann. Im Internet finden sich Webseiten, auf denen von geheimen Thermitarten die Rede ist, die ganz besondere Eigenschaften haben. Man kann mit Thermit Dinge durchtrennen, ohne dass es eine große Explosion gibt. Man kann es so einrichten, dass es schnell oder langsam brennt. Der Schlüssel ist Nanothermit. Viele ignorieren das, als ob sie es nicht wahrhaben wollten. Aber es existiert. Wir haben Berichte, wonach es sehr explosiv ist und sich wie ein festes Gel formen lässt. Man kann immer weiter sagen, was wäre, wenn. Sich ein Fantasiereich aufbauen. Aber es ist einfach nicht real. Diese Materialien und Technologien gibt es nicht. Wenn doch, würde ich das wissen. Mark Loiseau ist nicht neutral. Er hat reiche Kunden und arbeitet für die Regierung. Er kann nicht einfach frei heraussagen, dass es eine Sprengung war. Ansonsten würde er seine besten Kunden verlieren. Andere gehen noch weiter. Sie werfen Mark Loiseau vor, Teil einer Verschwörung zu sein. Ich würde wohl einen tollen Terroristen abgeben. Leider habe ich diese Neigungen nicht. Wir hören gerade, dass ein weiteres Gebäude, Gebäude 7, brennt und eingestürzt ist oder gerade einstürzt. Ein weiteres Rätsel. Einige Sender melden den Einsturz von World Trade Center 7 bis zu einer Stunde zu früh. Wussten Sie vom bevorstehenden Einsturz? Waren Sie an einer Verschwörung beteiligt? Nun zu einem weiteren Gebäudeeinsturz in New York. Wo hatten CNN und die BBC ihre Informationen her? Wo das Gebäude doch noch stand, direkt hinter den Reportern. Man muss das einfach im Kontext sehen. Es war ein unglaublich chaotischer Tag für uns alle. Reuters gab eine Erklärung heraus. Sie kam, nachdem wir unsere eigene Untersuchung gestartet hatten. Darin heißt es, am 11. September 2001 meldete Reuters fälschlicherweise verfrüht den Einsturz von World Trade Center 7. Die Meldung war von einer örtlichen Quelle übernommen worden und wurde zurückgezogen, nachdem sich herausstellte, dass sie falsch war. Halten Sie das für verdächtig? Nicht wirklich. Ehrlich gesagt wollte ich das gar nicht im Film haben, aber ich bin nicht der Einzige im Team. Ich finde es aber schon ein bisschen peinlich für CNN und die BBC. ...2006 wird das neue World Trade Center 7 fertiggestellt. Es ist dünner und höher als das alte. Seit fast 7 Jahren dauern nun die Arbeiten an Ground Zero an. Und inzwischen gibt es neue Indizien dafür, dass Gebäude 7 durch Brände im Innern eingestürzt ist. Aufnahmen der Südseite des Gebäudes. Sie zeigen, wie stark die Feuer wirklich waren. Bisher haben die meisten nur Aufnahmen der anderen Seiten von Gebäude 7 gesehen, wo die sichtbaren Schäden wesentlich geringer sind. Richard Rotans hatte den Auftrag, die Schäden zu begutachten. Er war an der Südseite, nachdem Trümmer des einstürzenden Nordturms des World Trade Center in die Fassade eingeschlagen waren.